Moin! So Leute, damit natürlich mal wieder ein herzliches Willkommen. Moin, Rio. Alles gut, bisschen entspannt, Reno-mäßig. Alles gut, wie geht's dir, Digi? Alles klar, alles paletti, was gibt's Neues? Spielst du auch Wukong oder spielst du gerade irgendwas anderes Aktuelles? Oder vielleicht sogar das neue Add-on von World of Warcraft? Also ja, du hast ja aufgehört gehabt bei Pandora. Das ist dann ja wieder der Heldragon. Der Heldragon ist dann wieder der Süchtige. Der hast ja die ganze Zeit WoW spielt nur zusätzlich. Hast du jetzt schon wieder in The First Ascended mal wieder reingeschnuppert oder irgendwas in der Richtung? Müsste jetzt schon nächste Woche, glaube ich, schon Season 1 starten. Ja, glaube ich, sollte da nochmal wieder reinschauen. Spätestens am Wochenende oder irgendwo sollte ich mal wenigstens ein bisschen reingeschaut haben. Sicherheitshalber. Würde ich jetzt mal sagen. War schon mal definitiv nicht uns wieder. Dass wir wenigstens ein, zwei Mal oder ab und zu mal kurz reinschauen. Wäre schon mal nicht schlecht. Weißt du, ich schaue damit Absicht das ein bisschen herum. Aber wer weiß, ob da nicht doch irgendwo ein geheimer Favorit ist, der was da verleiht oder was versteckt hat. Genau, weil da haben wir so einen Hapschi. Und sogar noch einen Hapschi, Alter. Bis der hat sich aber schön versteckt. Gehen wir in den Arsch, Wappler. Und tschüss, nächster. Gehen wir hopp, hopp, hopp. In Atlas Fallen. Okay, okay, hätte man jetzt nicht erwartet. Mit dem neuen Update-DLC-Mischmasch-Gedöns da, gell? Da haben sie ja quasi ein fettes neues DLC rausgebracht, wo man sich da quasi ein bisschen leichter und ein bisschen besser tut und grafisch erweitert haben und storytechnisch auch überarbeitet haben mit neuen Sprechern und alles drum und dran, dass ich das so mitgekriegt habe. Mich da jetzt mal mit Absicht ganz kurz umschauen. Wer weiß, was wir dann nicht nur so alles finden. Außer ein paar Tepperte. Außer ein paar Tepperte finden wir immer. Au, schon länger nicht mehr drin. Au. Das wird eh mal wieder für uns Zeit, dass wir vielleicht mal wieder so eine Session durchziehen. Wieso tut er wieder wie beim anderen anvisieren? Sehr gut. Wirklich sehr, sehr praktisch. So, den holen wir sich gleich und tschüss. Aufpassen. Ganz gefährlich, Hase. Ja, leg die besser hier, ist eh besser für dich. Ja, Mann. Scheine drauf, Gott. Na, bis deppert immer schön von hinten. Wie bei der Alten. Ja, Geistessenz, das ist das. Müssen wir den eh auch mal wieder ein bisschen begutachten, wie viel wir wieder am Start haben. Jetzt ist einmal wichtig. Machen wir dann noch unsere Runde fertig. Achso, der bewegt sich ja. Na, wie der hier. Das ist der erste Schule. Hätte man jetzt nicht erwartet, dass der sich bewegt. Naja, wenn da hunderttausende Figuren da am Start sind, dann kannst du ja nicht wissen, kannst du ja nicht wissen. So, bei dem einen Weg sind wir dann aufgegangen. Ich werde aber trotzdem sicher jetzt haben wir noch ein bisschen herumschauen. Weißt du, so sicher, sicher. Oh, der Wappler. Oh, der will es eh wieder wissen. Schau, der will es eh wissen, der Wappler. Ja, und tschüss. Besser ist schön eingefahren, wichtig und richtig. Wir gehen dann noch ein bisschen entspannter durch, hätte ich gesagt gehabt. Ein bisschen halt zumindest. Wenn ihr jetzt zwar nicht so viel finden, aber was der ab und zu könnte es vielleicht mal wieder sein, plötzlich was kommt hin. Oha, Alter. Alter, du bist ja wirklich ein Arschloch. Das hätte man jetzt überhaupt nicht erwartet, aber war cool. Abwart, abwart. Ja. Warte kurz. Kommt da jetzt eine Gang oder was? Oh, da warte, da warte, da warte, da warte. Da mach ich gleich den hier. Dann können sie es da echt scheiße geben. Hm? Oder nicht. Oder auch nicht. Digi. Entweder der eine schlägt hier oder der andere. Oder legt mir am Arsch. Jetzt aber ohne Spaß. Der eine schlägt ihn, der andere schlägt ihn. Der Witz. Eingefahren, Digga. Der die haben uns aber schicken. Tun wir jetzt aber echt schön geben. Wenn ich die Zeit dafür wenigstens hätte, dass ich meine Schattendoppelgänger rufen könnte, wäre das schon definitiv sehr, sehr geil. Ah, hat er eh jetzt. Passt, da kann ich mich wenigstens durch den jetzt mal kurz konzentrieren.
Nein, ich glaube, er hat nicht die Schatten-Doppelgänger gehabt. Nein, 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 hat er leider nicht. Also einer ist schon gefährlich, aber zwei gegen den, Alter. Zwei ist schon hart. Zwei ist schon hart. Einer geht noch. Über einen können wir reden wenigstens, aber zwei gleichzeitig, Alter, leg der Mursch. Aufpassen. Aufpassen, aufpassen, Bulle. Ja, ja, und tschüss. Wichtig, wichtiger Moment. Sehr, sehr wichtiger Moment. Und wir spucken da jetzt einmal wieder ums Eck. Und da jetzt schon wieder so deppert. Oder die machen wir den Kampf jetzt schwerer als was ist. Oder? Sagen wir nicht ab. Da, bleib einmal stehen. Jetzt kriegst du mal kalt warm. Jetzt kriegst du kalt warm. Und wo war jetzt der Spucki da noch am Start? Spucki. Spucki, 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 Spucki. Du bist ein Arschloch. Von der Weiden spucken, aber nichts kennen. Alles klar, super geil. Richtig, richtig geil. Super, aber das war nicht er. Das war wieder ein anderer. Irgendwo. Ah, vielleicht die Pflanze. Das könnte das sein. Ja, ja, die Pflanze war's. Die Pflanze war's. Der Biest, Eppert. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Dass die Pflanze war. War nicht schlecht. Beziehungsweise bei der Reichweite hätte ich es mir ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Dass der sicher macht dann noch ein bisschen mehr. Wir brauchen eh die Punkte, weißt du was ich meine? Wir brauchen die Punkte eh, also dementsprechend nicht zu uns wieder, nicht so dramatisch. Aber ein bisschen schauen. Immer ein bisschen schauen. Aber Alter, die zwei Fliegen da. Havara, da bist du deppert. Das ist schon ein bisschen gemeingefährlich, Alter. Sagt man nicht ab. Bin ich schneller hier, als was ich schauen kann. So, Abpflanzerle habe ich noch gesehen gehabt. Wie der ist sicher von der Weite schießen. Ja, es wird es wahrscheinlich auch gewesen sein mit Pflanzen. Die depperte Pflanze wird es wahrscheinlich safe gewesen sein von der Weite. Und das Gute ist auch noch, wenn du halt noch ein paar Sachen findest zum Sammeln oder so. Das ist echt nicht schlecht für das eine oder andere Drangel. Weißt du, wer weiß, was da wieder für Gegner wieder daherkommen. Die was uns dann wieder durchnehmen. Das ist ja wieder das Nächste, musst du immer Angst haben. Sehr gut. Weil ich jetzt gesagt habe, wir holen sich da noch ein paar Punkte. Noch zusätzlich. Ich will auch schauen, dass ich mehr in die Richtung Lähmung jetzt gehe. Also mein Hauptfokus ist jetzt einmal dann in der nächsten Zeit ein bisschen Lähmung. Wie ich das auch gemacht habe mit den Schattendoppelgänger. Würde ich das jetzt mal in die Richtung dann gehen. Gemischt mit den leichten Angriffen. Weil die leichten Angriffe benutze ich eigentlich fast so 90%, 95%, also dementsprechend, dass ich gerade die zwei Fähigkeiten ein bisschen push, wäre schon mal nicht schlecht. Achso, das ist doch immer eher der Rien, wieder die Riesenratte oder was das immer noch mal ist. Da bist du deppert. So, erstmal rasten, wichtig. Sonst komme ich nicht weit. Sonst werde ich es eh nicht weit kommen. So, zeig mal her, was können wir denn sich gönnen? Beziehungsweise so viele Fähigkeiten sind das jetzt auch wieder nicht. Wenn die Lähmung eines Gegners zertrümmert wird, was ist das? Wenn du einen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde, wird die Dauer der nächsten Lähmung leicht verlängert. Ja, okay. Ah, das ist aber super. Ja, passt. Machen wir gleich einen Doppelten. Ja, sind eh nicht so extrem viele Punkte, sind insgesamt 11. Dementsprechend, da geht wenigstens halb oder was weiter. Ja, ist nicht so dramatisch. Die Winchesters waren da unterwegs, da bist du deppert. Ja, 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 immer Salz. Immer Salz ausnutzen. Immer Salz ausnutzen, liebe Leute. Immer das gute alte Salz. Immer das gute alte Salz, Leute. Oh, ausnutzen. 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 Alter. Der holt mich jetzt wirklich so dermaßen. Dermaßen, oder was? Ist der Däppert, oder was? Das war noch Eiskräfte, auch unnötige. Ach du Scheiße.
Ja, wie will ich da wieder aufpassen? Das ist ja nur 200. Aufpassen. Wir haben nicht mehr viel Energie. Aber coole Eisfähigkeit, was der da so hat. Das ist echt gut. Doktor. Ey, jetzt hat der Gift auch noch, Alter. Was hat denn der nicht alles? Ich hab wirklich alles der Waffel, Alter. Bist du Effert, Alter. Kommt, meine kleine Mini-Armee, kommt. Oh, oh, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Das war ein sehr, sehr guter Modus. Bist du Effert zerlegt, Alter. Was ist los mit dem? Schwächel? Er schleicht sich eh wieder fix. Oder vielleicht noch eine Runde. Phase 2, hä? Es kommt wirklich eine Phase 2. Ah! Hat sich schon wieder geschlichen, der Wappler. Geil. Fix Endboss von Kapitel 3. Dark Third, devious natured. Hunting that Gwai is no simple task. You do have some skills. But this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined. And so is my role to teach you this little trick. Keine Angst, die besser vielleicht neue Fähigkeit oder irgendwas. Vielleicht sowas auch wie eine Art Bannkreis oder irgendwas. This is my flame. It shall help you in need, be it injury, weariness, or frostbite. Beast or Yaogwai, none shall dare to draw nigh. Okay, Feuerkreis, okay, okay, zeig her. Oder muss ich das erst ausrüsten oder irgendwas? Ja, wahrscheinlich, ja, das ist ein Ding, das muss ich erst ausrüsten. Ah, schade irgendwie, schade. Aber machen wir dann. Würde mich interessieren, was ich auch für eine Fähigkeit dann hergeben müsste. Ich habe Angst, dass ich eine bestimmte Fähigkeit weggeben muss, wie zum Beispiel Lähmung. Kann man zwar feiern, aber Lähmung ist schon sehr, sehr baba. Schon sehr, sehr geil gemacht. Lähmung ist teilweise so nützlich. Du kannst den Gegner stoppen, indem er gerade irgendeine mächtige Attacke gemacht hat oder gerade wenn er am Boden ist, kannst du noch quasi den Kampf um 180 Grad ändern. Und das finde ich schon mega. Komm her, Wappler. Aber der eine Affe, den wir immer fix bekämpfen müssen, noch 100%. Habst du das Gefühl, dass der... Weißt du, das ist so ein bisschen auf Spaß, dieses hier, ne? Denkst du noch so, ja, den besiege ich eh, wenn ich den nochmal sehe. Und ich glaube, in der finalen Form kann der einen echt wirklich sehr, sehr stark herausfordern. Würde ich jetzt behaupten. Weil ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Spielerei. Das ist einfach nur Spielerei, damit man den Spieler so ein bisschen verunsichert. Man denkt sich so, ja, man geht eh eine in den finalen Bosskampf, ist eh der Affe. In Wirklichkeit, oder buddert der die weg, oder bis zum geht nicht mehr. Weil schnell ist er. Ja, ist schnell. Er hat auch mächtige Fähigkeiten. Eine mächtige Fähigkeit hat er wahrscheinlich auch gemacht. Der hat. Bin aber ausgewichen. Und dementsprechend, glaube ich, hat er es mal nicht so wirklich jetzt ganz präsentieren können, die eine Fähigkeit.